Hallihallo, heute ist der 8. Juli 2020. Es ist ein relativ früher Morgen und ich habe jetzt hier von der Spedition schon eine Palette erhalten. Das war hier alles eingeladen in den Karton, der dann ungefähr so hoch war, mit verschweißter Folie drumherum und so weiter. Aber meine Leerrohre sind eingetroffen. Also das ist jetzt in erster Linie Installationsmaterial für den Rohbau in Form von Leerrohren. Ich habe jetzt hier mal so knapp 1 Kilometer Leerrohre bestellt für das Untergeschoss bzw. für das Keller- und Erdgeschoss. Und das wird noch nicht alles sein. Nachher im Obergeschoss brauche ich noch weiteres Material. Aber das konnte ich noch nicht so richtig hundertprozentig abschätzen. Deswegen wollte ich jetzt hier das auf 2 Teile aufteilen. Aber allein das war schon eine riesen Palette. Und das dürfte die größte Lieferung sein, die ich so privat an hier meine private Adresse bisher zugestellt bekommen habe. Und wie man sehen kann, das ist halt alles von Fränkische. Das sind zum einen schwarze FBY-Rohre, die halt das Rohr dann auf dem Hochfußboden schützen, aber nicht betonfest sind. Und diese grau-gräulichen Rohre, das sind wirklich betonfeste Rohre. Alle sind mit so einer Highspeed-Beschichtung innen drin, also die gleiten eben innen besonders gut. Und dementsprechend sollte es dann hoffentlich möglich sein, die Kabel da problemlos einzuziehen.